Ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 16, die dritte Lesung des Gesetzentwurfs der Landesregierung für ein Gesetz zur Änderung des Hessischen Verwaltungskostengesetzes, Drucksache 19/6556 zu 19/6172 zu 19/5611, alles aus 19, und bitte als Erstes um Berichterstattung des Abg. Kaufmann. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Der Haushaltsausschuss empfiehlt dem Plenum mit den Stimmen der CDU, der SPD, des BÜNDNISSES 90 die GRÜNEN und der FDP, bei Stimmenthaltung der LINKEN, den Gesetzentwurf unter Berücksichtigung des Änderungsantrags Drucksache 19/6503, der zuvor einstimmig angenommen wurde und damit in der Anlage zur Drucksache 19/6556 ersichtlichen Fassung, den Gesetzentwurf in dritter Lesung anzunehmen. Vielen Dank. Danke, Herr Kaufmann. Für die Berichterstattung mir liegen keine Wortbeiträge vor. Deswegen komme ich direkt zur Abstimmung. Meine Damen und Herren, bitte, wir versuchen hier ordentlich zu arbeiten. Dazu gehört Ihre Kooperation. Für die FDP-Fraktion erteile ich Herrn Blechschmidt das Wort. Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren Kollegen! Ich will mir treu bleiben und werde mich kurz und bündig fassen. Ich hatte aber den Tagesordnungspunkt mir ausgesucht, ein paar Worte zu sagen. Meine Fraktion hat mich auch gebeten, zu dem Gesetz selbst, das mit großem Konsens im Gegensatz zum anderen Tagesordnungspunkt hier getragen wird, ein paar Worte zu sagen. Das Gesetz spricht für sich. Eine große Zustimmung ist im allgemeinen Interesse. Ich persönlich will kurz und prägnant in meiner eigenen Art das ganz kurz nutzen, mich von Ihnen zu verabschieden. Das ist heute meine letzte Sitzung. Mein eigener Stil, den habe ich immer so gepflegt, dass ich zur Sache gesprochen habe, versucht habe, fair zu sein. Ich habe hier sehr viele gute, bekannte Freunde gefunden, gerade im letzten Jahr. Ich möchte aber den Tagesordnungspunkt nutzen, das auch da zu tun. Es ist eine Frage des Stils, sich ordentlich zu verabschieden. Ich mache das bewusst heute und nutze den Tagesordnungspunkt. Danke schön. Danke schön, Herr Blechschmidt. Ich glaube, ich kann für uns alle hier oben sagen, dafür haben wir Ihnen jetzt gerne noch einmal das Wort erteilt und von mir persönlich auch alles Gute für den weiteren Weg. Danke. Notizen hier auf meinem Ablaufplan, lieber Frank, bitten dich, hier auch noch länger zu weilen. Es werden noch andere sich von dir verabschieden wollen. So, wir kommen aber jetzt wirklich zur Abstimmung in der dritten Lesung über den Gesetzentwurf der Landesregierung. Wer diesem Gesetzentwurf zustimmt, bitte ich um das Handzeichen. Das sind CDU, FDP, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN und die SPD. Wer ist dagegen? Das ist niemand. Wer enthält sich? Das ist die Fraktion DIE LINKE. Damit ist dieser Gesetzentwurf angenommen und wird zum Gesetz erhoben.